Und jetzt könnten wir hier auswählen, Regular Match oder ein Cage Match. Wir beginnen mal mit einem Regular Match. Mhm. Nicht zu viel auf einmal. Ja. So, Hulk Hogan. Musik ist okay. Gut umgesetzt. Ja. Dann haben wir hier, ich glaube, du musst Player 1 select. Ja, Macho Man, eindeutig, ja. Auch gut umgesetzt, muss ich sagen, ja. Sid Justice. Ah, die Musik kann ich mich nicht erinnern. Hätte ich jetzt nicht mehr so bestimmt. Jake Roberts weiß ich noch. Achtung. Ja, definitiv. Die ist gut. Ja. Die ist auch gut gemacht. Undertaker wird einfach, glaube ich. Ja. Sehr peinlich, wenn man die nicht ist aber, also erkennen nicht, würde. Ist ein bisschen sehr arcade-lastig umgesetzt. Und noch The Mountie. I'm the Mountie. Genau. Das ist einfach so furchtbar im Ring. Den nehme ich auch mal gleich. Ja, komm, dann machen wir das Titelbild. Ich nehme den Undertaker. Okay, Mountie vs. Undertaker. Und einer muss dann wieder Start drücken. The Mountie. In der Bauchbinde. From Canada, weighing 245 pounds. The Mountie. Ja, Mensch, schön, dass er hier auch jetzt ein rotes Trikot anhat. Ja, auf dem Gameplay. Genau. Okay, ich drück mal weiter. Ja. And his opponent. From Death Valley, weighing 328 pounds, The Undertaker. So, Let's Fets, genau. Jetzt gucke ich auf mein Display, weil sonst irritiert mich das nämlich hier. Genau, wir haben hier, hast du eben aus Versehen schon mal Select gedrückt? Nö. Ah, okay. Select ist übrigens bei dir hier der Y-Knopf. Nee, ich war auf, wenn dann auf Mix. Okay, gut. Also wir können mit A schlagen, wir können mit B treten, wir können mit aneinander laufen, den Lockup machen und jetzt mit A war das, glaube ich, jetzt, ne? Oder mit B? Das war A. Genau, das war A ein Headbutt und mit B können wir hier so einen Überwurf machen. Okay. Wenn du nochmal aufstehst, dann können wir hier mit zur Seite und A den Gegner in die Ringe schicken und entsprechend hier mit A dann Elbow-Smash war es, glaube ich, machen. Genau. Und wenn wir das Ganze nochmal machen, warte mal. Jetzt Mist. Mhm. Nein. Also zur Seite und A. Und mit B dann entsprechend ein Hip-Toss ist es wahrscheinlich, ne? Ein Überwurf. Ja, aber er wirft ihn sogar über den Kopf, glaube ich. Also ist ja quasi so, oder so eine Mischung aus Arm-Track und Hip-Toss irgendwie, glaube ich. Ja, aus der Richtung, ja. Ja, genau. Okay. Genau, was können wir noch machen, wenn wir noch einmal in den Lockup gehen? Kann einfach rollen auch die ganze Zeit. Bis der Gegner einen nicht mehr hinterherlaufen kann, genau. Genau, ansonsten können wir hier noch, wenn wir jetzt nach oben und A drücken, einen Back-Suplex machen. Den finde ich schön animiert. Das ist schön, schön animiert, ja. Und mit nach oben und B, ja, so einen richtigen Überwurf eigentlich, ne? Ja. Wenn du gerade mal liegen bleibst. Oh, ja, zu spät. Wirf mich nochmal. Ich hatte in dem Moment schon gedrückt. So. Ja. Mit A können wir jetzt hier entsprechend einen Elbow-Smash machen, mit B ganz normal wieder einen Tritt. Wir können hier auf die Seile gehen und wenn wir jetzt A drücken, dann springt er daneben. Vorbei. Genau, das ist nämlich jetzt die Besonderheit. Er springt dann nämlich nur bis ganz nach oben, das heißt, man muss im Sprung mit dem Steuerkreuz ein bisschen nach unten ziehen jetzt. Ja? Das war jetzt auch wieder zu weit. Ja? Das heißt, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Okay, da musst du schon ein bisschen zielen. Da musst du ein bisschen zielen und vor allem das Lustige ist, du kannst auch wirklich von hier, wir zeigen es jetzt mal, hat der Undertaker bestimmt auch schon mal in Real gemacht. Er springt bis zur anderen Seite oder bis zur Mitte des Rings unten schon, irgendwo. Ja. Ne? Also, ich komme dir mal näher. Komm dir mal näher, genau. Ja, ein bisschen flackert es hier, sehen wir gerade, die Sprites. Ja. Das scheint an der Darstellung hier zu liegen, wenn wir entsprechend auf derselben Ebene, in derselben Horizontale sind. Ja, tatsächlich, ja. Genau. Ansonsten, wir können unten, glaube ich, nicht aufs Ring sein. Nee, nur oben. Ansonsten können wir jetzt hier ganz normal aus dem Ring rausgehen, einfach zur Seite. Dass man nicht mal sieht. Genau. Da werde ich schon angezeigt. Angezeigt. Angezählt werde ich natürlich. Genau. Und ganz normal auch wieder zur Seite rein. Von unten können wir, wie gesagt, nicht dran. So. Wenn du jetzt zum Beispiel einmal Select drückst, deine Y-Taste, dann kann man sich entsprechend hier einmal im Match. Hab ich? Dann hast du es eben aus Versehen doch gedrückt. Okay. Dann mache ich es mal. Ach, einmal die Energie. Hab ich schon zurückgesetzt? Ja, einmal schon die Energie. Ja. Das heißt, selbst wenn man volle Energie hat und aus Versehen auf die Taste kommt, kann es sein, dass man Pech gehabt hat, weil dann hat man es schon aufgebraucht. Da sage ich dazu, Mist. Mist, verdammter. Okay, ja, dann versuchen wir doch mal das Match hier. Mal gucken, wer gewinnt. Also ich finde, von den Animationen her sieht es ein bisschen hölzern aus. Ja. Gerade die Schläge. Es spielt sich auch ein bisschen hölzerner auf jeden Fall als der erste Teil. Das ist auch sowas, was ich gelesen habe.
Das ist ein bisschen schade, dass du überhaupt nicht siehst, wer gerade irgendwie vorne ist, sondern dass du hier dir einen Wolf abdrückst und dann irgendwann einfach was passiert, aber du gar nicht weißt, wer jetzt beim Lockup wirklich vorne sein sollte. Oh, das war schön. Ja. Und mit B können wir auch einen Dropkick machen und uns einfach wegrollen. Ja, ich habe tatsächlich schon zurückgesetzt, ja. Meine Wurstfinger wieder aufs Y bekommen. Soundeffekte sind, ja, ganz okay. Ganz nett, dass man hier noch die drei, was soll es denn sein, die da hinten sitzen. Sollen das Kommentatoren sein? Würde ich sagen, ja. Da kann ich jetzt aber ehrlich gesagt niemanden ausmachen, wer das sein soll. Nee, beim besten Willen nicht. Also der ganz rechts scheint irgendwie so einen schwarzen Bart zu haben, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig, ja, aber keine Ahnung, wer das sein soll. Oh, oder hast du aus Versehen auf die R-Taste gedrückt. Dankeschön. Ja, auf die L-Taste gedrückt. Die L bin ich gekommen, ja. So, und jetzt pinnen, entsprechend von oben, und ich habe jetzt A und B gedrückt. Ach, guck mal, er kommt sogar trotz... Nee. Du konntest dich aber trotzdem noch bewegen, das hat mich ein bisschen irritiert jetzt gerade. The winner of this match is The Undertaker. Ja. Jetzt können wir hier Rematch machen oder Start Over. Wir gehen einfach zurück ins Menü. Da muss ich sagen, fand ich beim ersten Teil schöner, dass Vince McMahon ein Foto da hatte mit seinem Mikrofon und das so richtig showmäßig, wie es bei Superstars dann auch irgendwo ein bisschen war. Ne? Richtig, So ein Interviewsegment da nochmal gemacht. Ja, das stimmt, ja. Okay, dann sagen wir nochmal Two Players und sagen nochmal One-on-One und machen jetzt mal ein Cage-Match. Mist, den wollte ich nehmen. Ich nehme Jake Roberts. Alles gut. So, jetzt sehen wir schon hier, die Ringseile sind hier sogar abgebaut. In Realität wird der Käfig außen befestigt. Also die Ringseile sind dann immer noch da. Genau, ja. Weil die meisten benutzen es nämlich natürlich auch, um auf die Ringseile erstmal zu klettern und dann erst. Richtig, das ist ja deutlich einfacher, weil sag mal, wenn du jetzt mal hier guckst, wo willst du hier draufsteigen, um hochzukommen? Ja, richtig. Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt auch nur eine Querstrebe hier im Ring. Genau, und die ist auf der Höhe von Sid Vicious, das Kopf. Genau. Ja, das ist ja auch so ein Manko, was er gesagt hat, die Wrestler sehen allgemein sehr, sehr klein aus, sehr, sehr winzig aus in dem Spiel. Ja. Also die Sprites finde ich auch nicht so besonders hübsch. Ich finde auch die Fotos nicht besonders hübsch gemacht oben. Das fand ich beim ersten Teil auf jeden Fall besser. So, jetzt können wir ganz mal kurz zeigen, wenn ich jetzt hier versuche, also wir können nur rechts oder links entsprechend am Käfig rausklettern. Und wenn ich jetzt, wo noch keine Energie verloren hat, versuche rauszuklettern, dann geht es nicht. Ja? Das heißt, ich kann nicht hier jetzt den Ring hochklettern, beziehungsweise den Käfig. Wir müssen erstmal den Gegner ein bisschen schwächen. Das ist aber ganz schön gemacht eigentlich beim Gameboy, auch hier mit den verschiedenen Ebenen. Ne? Jetzt haben wir hier den Käfig im Vordergrund. Mhm. Jetzt nicht so der Hardware-Fachmann beim Gameboy, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen nicht ganz so einfach ist. Oh ja, es gibt kein Ringseil mehr, wenn man dagegen läuft. Ist man kaputt. Legt sich zumindest auf die... Naja. Ne? Auf die Wumme. Ja, aber noch kurz darauf zurückzukommen, ich glaube, das ist gar nicht so einfach für den Gameboy darzustellen, dieses Hintereinander, ne, was hier mit dem Vordergrund passiert. Das ist echt passiert. Gut gemacht, ja. Ja, vielleicht ist es auch total popelig. Ich habe, wie gesagt, von der Programmierung her, ich habe da nicht ganz so viel Ahnung. Aber ich glaube, Enkel halt zu laufen, gell? Ja, ich glaube auch, ja. genau, ansonsten, der Hintergrund ist natürlich sehr statisch mit dem Publikum. So, und jetzt könnte ich mal versuchen, nach rechts... Nach rechts, nach rechts. Nein. Nach links. Nur links raus? Bei mir geht's auch nicht. Ah, da muss man wahrscheinlich eine Taste noch dazu drücken. A oder B. Ne? Nein! Ich klappe mal gegen, probier mal. Ich leg mich auch mal hin. Ja, mit B. Das war aber schnell jetzt. Ja, ja, mit B also an die Seite drücken und B. Es sieht man natürlich schade nicht, dass das sieht man nur bei mir auf dem Display jetzt, weil ich es gemacht habe. Genau, damit klettern wir entsprechend dann den Ring hoch. Den Ring, ich will mal den Ring sagen, den Käfig. Den Käfig. Das ist ein Käfig. Ja. Okay, also die muss ich sagen, sind ziemlich lieblos gemacht hier, die Gewinner-Dings. Wir werden nachher mal versuchen, ein WWF Championship zu machen. Ja. Gucken, ob wir es schaffen. Und dann mal das Endbild angucken, das weiß ich nämlich jetzt auch gerade nicht mehr. Okay, dann machen wir ein Tag-Team. Zusammen gegen den Computer oder? Ja, zusammen gegen den Computer ist gut, ja. Genau, der denke ich auch. Tja,
machen wir mal easy, wir wollen ja was zeigen. Genau. Wir sind ja nicht ambitioniert. Welchen, hier. Wen möchtest du denn nehmen, bevor ich ihn dir wegnehme? Ich nehme jetzt mal den Macho Man. Wir hätten natürlich jetzt auch... nimm mal Hulk Hogan, dann machen wir nämlich jetzt... Was für ein Tag-Team. Die Megapowers. Die Megapowers nehmen wir nämlich jetzt. Genau, also wir haben einen Wrestler ausgesucht, dann hat der Computer automatisch den zweiten erstmal gewählt, dann konnte ich meinen Wrestler wählen und dann hat der Computer entsprechend wieder den anderen gemacht. Ganz witzig, dass der zweite Partner hier außerhalb des Rings steht zum Wechseln und nicht drin. Ja, vor allem also außerhalb okay, quasi nicht auf dem Apron eben oben, sondern auf dem Boden einfach. Also er steht wirklich neben dem Ring, eher so Lumberjack-mäßig. Er steht neben sich quasi. Ja, genau. Aber das finde ich ganz nett gemacht, mit den Musiken auch. Das ist ganz gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten von der Perspektive her ist es ja genau wie wir es auch bei Super WrestleMania und sowas und den, eigentlich bei vielen Wrestling-Spielen haben, ne, dass man so innerhalb, also in der Mitte dreht er sich dann entsprechend nach oben oder nach unten, dass man von vorne sieht oder mit dem Rücken. So, der Wechsel, das wollte ich vorhin noch gesagt haben, in der Anleitung steht dieser Wechsel falsch drin. Sowohl in der englischen als auch in der deutschen Anleitung steht, dass man im Tag-Team mit der Taste Select wechselt. Das ist natürlich Blödsinn, weil mit Select haben wir ja gelernt. Können wir unsere Energie einmal auffüllen. Wir wechseln mit der Taste A, wenn wir am Ringseil stehen, dann zum Partner. Da bin ich irgendwie noch zu langsam im Lockup dafür. Muss ich schneller drücken? Ja, einfach schneller. Oh, der hat aber ganz gute Energie abgenommen gerade. Ja, mit deswegen. Ja, so ein bisschen, hier hat man eben auch nochmal gesehen, das Bright flackern. Was war das für ein Aktion? Auf der Stelle gedreht. Schön aus dem Ring geworfen, aber mit A. Ich glaube zur Seite und A. Zur Seite und A. Oder B? Zur Seite und B? Oder musst du ein bisschen weiter unten stehen? Oh, oder ich gehe einfach mal raus. Oder A und B gleichzeitig? Das weiß ich gerade nicht mehr. Also ich meine, es wäre raus und A gewesen. Vielleicht sehen wir auch heute keinen Wechsel mehr zu mir. So kennt man halt Hogan. Er versucht immer alles alleine. Also zur Seite und B geht A. Es war A. Ja, zur Seite und A, ne? Ja. Nee, ich glaube, es war sogar nur A. Nur A, okay. Also nicht. Das ist natürlich. Ich habe wahrscheinlich zu weit oben gestanden. Ich habe die Gewohnheit gehabt, dass ich in die Ringecke gehen wollte. Ach, jetzt habe ich. Ja, es ist nur A. Du kannst mich mal wieder zurückwechseln, wenn du möchtest. Ah, jetzt habe ich gerade meine Energie. Ja, das ist aber gar nicht schlecht. Ich sehe aber auch, es ist nicht Y, es ist X. Zum Aufladen. Echt? Ist es Select die X-Taste? Ich dachte, es ist X. Nee, okay. Ja, deswegen bin ich vorhin auch. Ich bin auf die X-Taste gekommen. Und ja. Also es ist X zum Wiederaufladen. Also das war eben ein Bug. Ich habe jetzt versucht, was zu machen. Da hat er sich einmal um sich selbst gedreht quasi, als Jake Roberts auf mich zugelaufen ist. Ich glaube, Jake Roberts hat die Schlange ausgepackt, hätte ich fast gesagt. Seine Schlange Damien, die er sonst immer dabei hat, um das zu erklären. Es ist in Ordnung. Wir verstehen es alle, was du meinst. Da versuchen wir schon mal direkt zu pinnen. Au. Ja komm, wechsel ruhig. So close. Dann kriegt der... Oh, schade. Ich wollte ihn direkt mit einem Dropkick empfangen. Wie laufe ich eigentlich schnell? A und B gleichzeitig und in diese, also zur Seite und A und B zusammen. Dann rennt man. Man kann dann auch nicht mehr die Höhe wechseln. Man ist dann gefangen. Auf der Linie. In der Linie gefangen. Ah, das war dämlich. Der war schön. So kennt man ihn auch vom Mounty. Ja, einen schönen Dropkick. Das war schön. Technisch sehr guter Wrestler gewesen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch ein geiles Gimmick gewesen. Ich wollte sagen, eigentlich hat er das Gimmick auch super gemacht. Ja. Also, ja, jetzt haben wir gesehen, der Mounty hat sein Special aktiviert. Ja. Also selbst wenn man ganz unten steht und A drückt an der Seite, dann geht er automatisch hoch und wechselt mit dem Partner hier im Tag Team. Ich vermisse ein bisschen die Musik, muss ich sagen. Weil man auch kein dauerhaftes Hintergrundrauschen jetzt an Fans hat, wie es zum Beispiel bei WWF Raw gewesen ist. Ich finde es jetzt nur mit den Soundeffekten ziemlich leer. Oh, in die Ringecke zu laufen ist auch doof. Ein Dropkick ins Nirvana zu machen ist auch ziemlich doof. Ja, wenn man so einen Dropkick macht oder Hulk Hogan ist, das geht ja gar nicht. Das ist überhaupt nicht realistisch. Ja. Da haben wir das Button. Oh, guck mal, aus dem Ring geworfen. Nicht schlecht.
du musst keinen Elbow Drop machen, es liegt keiner im Ring. Ich wollte wechseln. Ah. Ja, komm her. Ich wollte, dass Macho Man ihn fertig machen darf. Das machen wir jetzt auch. Ist ja nicht so wie ein echtes Hulk Hogan, die Lorbeeren für alles einsetzen. Wir machen es mal fair. Und er hat die schönere Musik. Das stimmt. The winning team in this bout ist die Immortal Kogan in Macho Man Randy Savage. Das wäre natürlich das Geil gewesen, wenn die Programmierer das eingebaut hätten, wenn man das als Tag-Team nimmt. Okay, dann sagen wir Start Over. Und hätten im Prinzip an zwei Spieleroptionen eigentlich alles gezeigt. Wir können jetzt noch Tag-Team gegeneinander machen. Wir können aber auch direkt zum Tournament-Modus gehen. Ja, genau. Machst du, soll ich? Mach du. Muss ich aber, glaube ich, mit dem Controller machen. Bitte schön. So, dann sagen wir One Player. One on One. Ja, nee, stopp, da war, glaube ich, gehen wir zurück. Hinten rechts war da schon, glaube ich, Belt, oder? Zurück. Please go back. Ja, ich wollte gerade auch zurück. Okay, dann machen wir ein schnelles Match. Hat nicht geklappt. Ach, noch mit Hulk Hogan jetzt. Na, immerhin habe ich auf Easy gestellt. Ja. Ey! Oh, hallo? Das war Easy. Ich habe ja wohl direkt nebendran gestanden. Und dann machen wir da jetzt ein ganz schnelles Match draus. Wir machen das, was Hulk Hogan als einziges konnte. Chops und Fußtritte. Und zum Abschluss ein Legdrop, du musst den genau. Da eh nicht zeigen. Ja, das geht leider ja nicht. Hat er mich hier umgerannt? Das stimmt ja nicht. Nein. What you gonna do? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Technik zeigen hier. Schönen Backsuplex. Da muss man auch nicht weit genug wegstehen vom Ring. Das war ja bei Raw da entsprechend, dass man da, wenn man zu nah an den Ringseilen stand. Oh, jetzt habe ich gerade Kitchen rausschmeißen können. Na gut. Ich war wieder zu voreilig eben bei der Auswahl, ich weiß. Ja. Naja, wir kriegen Problem. Das gleich hin. Kein Problem. Probieren wir es schon mal. Oh, knapp. War ja ein Chicken Wing Underhook Suplex. So sah es zumindest aus. Das kann gut sein, ja. Okay, gegen den Gegner rennen macht auch nicht wirklich viel Sinn.